In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du Lagrange mit drei Variablen ganz einfach anwendest. Moin moin zusammen, also heute mal quick and dirty Lagrange-Verfahren mit drei Variablen, um eben die Extrema mit einer Nebenbedingung zu berechnen. Und zwar eben nur mit einer. Falls du das Ganze an der Tafel vorgerechnet haben möchtest, ein bisschen ausführlicher. Videos dazu unten in der Beschreibung. Hier möchte ich dir nur quick and dirty das Ganze mal näher bringen und dir auch eine geile Übungsaufgabe zum Schluss zeigen. Und zwar Lagrange. Ob du das ganze Lagrange-Verfahren, Lagrange-Methode, Lagrange-Multiplikatoren-Methode oder Lagrange-Multiplikatoren-Regel nennen willst, ist mir doch absolut egal. Es ist alles dasselbe und wurde von diesem kleinen Bad Boy eben, Joseph Louis de Lagrange, mal gebildet, dieses Lagrange-Verfahren. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Für was brauche ich denn im Endeffekt Lagrange? Naja, wenn ich den Extremwert, also die Extremstellen, also mein Minimum oder Maximum im mehrdimensionalen Raum berechnen möchte, mit einer kleinen schnuckligen Nebenbedingung oder halt mit vielen verschiedenen Nebenbedingungen. Wie kannst du dir das vorstellen? Schau mal her, das ist mehrdimensionaler Raum, so sieht es aus, diese Kugel. Und da möchte ich mein Maximum, ne, meinen höchsten Punkt damit. Aber ich sage jetzt dir eine Nebenbedingung und sage, nee, schau mal her, du bleibst bitte auf dieser Linie hier. Du darfst nicht in die Richtung hier rüber weiter. Also haue ich dir eine Nebenbedingung an den Kopf und dann hast du ein neues Maximum. Und zwar das hier. Obwohl das eigentlich von diesem Objekt hier das ist, aufgrund meiner Nebenbedingung ist es nicht mehr für dich das. Ich habe dir einfach eine Grenze hingebaut. Mit anderen Worten, ein Schreiner möchte aus diesem Holz maximal eben eine Platte rausschneiden. Aber die Nebenbedingung ist ja, dass sie rechteckig ist. Also ne, muss er da in dem hier drin bleiben. Das ist so eine Nebenbedingung. So kannst du es dir vorstellen. Maximum, Minimum herausfinden mit eben einer Eingrenzung oder Beschränkung eben. Was heißt das? Wir haben hier diese erotische Formel, also Lagrange. Und dann sind hier drin in Abhängigkeit von deinen Variablen, das steht dieser x-Vektor für, und deine ganzen Lambdas. Lambda kannst du dir vorstellen, wie sozusagen ja ein Helfer, um deine Nebenbedingungen in die Funktion einzubauen. Darauf basiert Lagrange. Ist mathematisch nicht ganz korrekt, aber so verstehst du es mir einfach. Heißt, du nimmst deine Funktion, von dem du das Extrema berechnen möchtest, errechnest diese aber nochmal plus dein Lambda mal die Nebenbedingung. Und warum ist hier eine Summe? Ja, weil du unendlich viele Nebenbedingungen einbauen kannst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, worauf du Bock hast an dem Tag, mach's einfach. Und das mache ich, indem ich Lambda mal die Nebenbedingungen rechne. Siehst du jetzt gleich, machen wir mal in Zahlen. Viele Mathe-Gurus da draußen sagen einfach, hey, Lagrange hat die folgende Formel. Naja, das stimmt schon für zwei Variablen und eine Nebenbedingung, dass man eben x, y hat. Und Lambda, weil du dann die Funktion nach x und y hast, plus Lambda mal deine Nebenbedingung. Dann stimmt das schon absolut richtig. Aber eigentlich basiert es auf dieser Formel hier und wurde einfach daraus gebildet. Bedeutet, schau mal her, haben wir zwei Variablen und zwei Nebenbedingungen, wird dir deutlich, was dieses Summenspielchen hier macht. Hier siehst du wieder vorne ganz normal deine Funktion in Abhängigkeit von x und y, weil wir nur zwei Variablen haben. Plus Lambda 1. Warum Lambda 1? Ja, weil du eine Nebenbedingung hast, aber auch noch eine zweite. Hier, G2. Und darum musst du dann ein zweites Lambda ran multiplizieren. Das sind nicht dieselben Variablen. Darum siehst du jetzt auch hier, du hast als Variablen x, y, Lambda 1, Lambda 2. Wichtig. Und so kannst du unendlich viele Nebenbedingungen daran ballern. Lambda 3 mit G3 und Lambda 4, aber immer plus, weil du dieses Summenspielchen. Hier nochmal ein Beispiel für mit drei Variablen einer Nebenbedingung, so wird das dann ausschauen, und mit drei Variablen und zwei Nebenbedingungen auch so. Dazu habe ich aber Übungsaufgaben unten in der Beschreibung, zieh es dir mal rein, falls du da ein bisschen mehr Übung drin haben möchtest. Nun wenden wir das Ganze mal ein bisschen dirty an. Ich habe hier folgende Funktion, x² plus y² plus z². Und davon möchte ich mein Extrema berechnen, aber ich habe eine Nebenbedingung. Und zwar x ist gleich minus y plus 3. Das Wichtige ist, und das darfst du dir immer merken, deine Nebenbedingung musst du immer erst nach 0 ist gleich aufgelöst haben. Entweder gibt es der Lehrer oder der Prof so an und musst es noch auflösen, oder ist heute gut drauf, hat er gestern Abend ein bisschen Spaß, dann gibt er dir das Ganze schon in 0 ist gleich an. Aber hier, dann stellen wir es doch einfach um, hole ich y rüber mit plus, weil hier steht ja minus, flupp, haben wir x plus y ist gleich 3,
noch die 3 rüber mit minus 3 und dann haben wir zack, x plus y minus 3 ist gleich 0. Und so brauchst du jede Nebenbedingung erstmal dastehen haben. Dann habe ich die Funktion und die Nebenbedingung und nun setze ich das endlich in meine Formel ein, die ich dir da vorhin schon erklärt habe. Also da die normale Funktion und eben die Nebenbedingung dann hier hinten dran an das Lambda multipliziert. Das sieht dann so aus. Und nun multiplizierst du sauber in diese Klammer dein Lambda rein. Ne? An x, an y, an minus 3 ran multipliziert, dann sieht das so aus. Da vor dem Klammer ein Plus ist, kannst du einfach die Klammer weglassen. Ne? Wäre der Minus gewesen, wäre da der Vorzeichenwechsel stattgefunden, aber haben wir hier nicht. So, jetzt hast du Lagrange aufgestellt. Das ist deine Lagrange-Funktion. Du hast die Funktion, deine normale und deine Nebenbedingung sozusagen zusammengebaut. Und nun möchte ich davon das Extrema berechnen. Wie berechne ich eine Extrema, also eine Extremstelle? Ganz normal, bei den normalen Funktionen haben wir damals gelernt, erste Ableitung 0 setzen. Und genauso machen wir es jetzt auch. Aber wir müssen halt partiell ableiten. Bedeutet, wir haben hier die Lagrange-Funktion und die leite ich jetzt einmal nach der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, egal wie viele Variablen ich habe, jeweils ab. Darum siehst du es hier nach x, nach y, nach z, nach lambda. So. Und nun musst du natürlich partiell ableiten beherrschen. Falls das noch nicht so ganz sitzt und du da noch ein bisschen Übung drin haben möchtest, Videos unten in der Beschreibung einfach reinziehen. Wird echt geil, vertrau mir. Und nun habe ich die einfach nach der Variablen abgeleitet. In dem Moment, wo ich es nach x ableite, ist x meine Variable und y und z, lambda sind für mich normale Zahlen. Ne? Nochmal so zur Wiederholung. Und darum wird das hier abgeleitet, 2x plus lambda. Nach y abgeleitet, 2y plus lambda. Nach z abgeleitet, 4z. Und nach lambda abgeleitet, logischerweise die Nebenbedingung, weil du ja lambda hier überall dran hattest. Nur mal so als Fun Fact fürs nächste Date, damit du mal ein bisschen prahlen kannst. Gut, und wenn ich diese Ableitungen gebildet habe, sind das für mich Gleichungssysteme, weil ich diese gleich 0 setze. Ne? Erste Ableitung 0 setzen. Und das habe ich halt mit jeder Ableitung nach der Variablen jetzt gemacht. Dadurch habe ich jetzt 4 Gleichungssysteme. Und nun möchte ich x, y, z, lambda, die möchte ich herausfinden, weil dadurch kriege ich ja meine Extrema und kann dann auch die Extremart bestimmen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich muss die jetzt untereinander irgendwie verrechnen. Was mache ich also? Ich erkenne das jetzt halt schon. Ich habe da halt schon ein bisschen Übung, da brauchst du das. Das ist die erste Gleichung, und die habe ich jetzt römisch 1 genannt, einfach nach x auflöse. Na, ganz normal aufgelöst, flupp, dann habe ich da x ist gleich minus lambda durch 2. Und dasselbe mache ich mit der zweiten Gleichung, hier, die habe ich jetzt römisch 2 genannt, flupp, 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 nach y umgestellt. Und nun kann ich y und x sauber in meine dritte Gleichung, die hier, die habe ich jetzt so genannt, einfach einsetzen. Na, x und y in römisch 3. Weil dann passiert Folgendes. Statt dem x hier wird nun hier dieses x rein. Na, das ist ja x ist gleich. Also kann ich doch das hier da für das x einsetzen. Also steht jetzt minus lambda durch 2. Und für das y, das siehst du ja hier, habe ich auch einfach das y hier eingesetzt. Minus lambda durch 2. Und nun habe ich in diesem Gleichungssystem nur noch lambdas drin. Geil. Und jetzt kann ich das sauber auflösen. Ich rechne es sauber aus, zusammen. Manche mögen diese Schreibweise nicht, darum, das ist dasselbe. Minus lambda durch 2 ist dasselbe wie minus 1/2 lambda. Nun kannst du es sauber verrechnen. Einfach minus 0,5 plus minus 0,5 ergibt minus 1 lambda. Wichtig, ne? Ganz normale Rechenwege. Dann kann ich das nach lambda auflösen. Mache ich plus darüber, geteilt durch minus 1 und zack, habe ich nur noch lambda. Und lambda ist minus 3. Perfekt! Habe die erste Variable, erkenne nun aber auch, hey, z lässt sich ganz einfach nach z auflösen, indem ich geteilt durch 4 mache. Flop, und dann habe ich z, und z ist 0 durch 4, und 0 durch 4 ist 0. Zack, schon habe ich z auch noch. Und nun kann ich lambda verwenden, um eben hier x ist gleich minus lambda durch 2 einzusetzen. Schau her, das mache ich. Statt lambda setze ich die minus 3 ein, die ich hier ausgerechnet habe. Und schon habe ich mein x. Das genau dasselbe mache ich jetzt bei y. Statt lambda setze ich minus 3 ein. Und schon habe ich auch mein y. Also, tada, ich habe z, ich habe x, ich habe lambda und ich habe y. Das war mein Ziel. So, und nun nehme ich mein x, y, z und lambda. Und mit Hilfe x, y und z kann ich nun meine Extrema bestimmen. Da, 1,5, 1,5 und 0. Das ist meine Extremstelle. Die habe ich jetzt schon ermittelt.
Aber ich weiß ja noch nicht, ist das ein Minimum, ein Maximum, eine Sattelstelle vielleicht? Und deswegen muss ich noch die Extremart bestimmen. Die Art der Extrema bestimme ich, indem ich meine vorherigen gebildeten Ableitungen nach x, y und lambda und z nochmal jeweils nach der Variablen ableite. Siehst du jetzt hier, schau mal, die Lagrange nach x abgeleitet, leite ich jetzt nochmal nach x, nach y, z und lambda ab. Das mache ich für jede durch. Ich weiß, das ist super viel Arbeit, aber das musst du nun mal machen, weil dadurch lässt sich super erotisch deine Hesse-Matrix bilden. Wie ich das gemacht habe, sehr ausführliches Video, das musst du verstanden haben, die Hesse-Matrix, auch unten in der Beschreibung einfach mal reinziehen, dann verstehst du das, wie du die hier bildest aus dem hier. Aber das ist einfach nur hier eingesetzt. Und dann kann es sein, dass in deiner Ableitung hier noch irgendwie x, y, z, lambda drin ist. Dann müsstest du theoretisch auch x, y, z, lambda einsetzen. Dann steht hier 2 lambda, hier steht ein x, hier steht 4 lambda plus 3x, dann musst du das einsetzen und ausrechnen. Ja, hier ist aber kein lambda x und y mehr drin. Darum ist auch das deine fertige eingesetzte Hesse-Matrix. Ansonsten müsstest du das natürlich für jeden Extremer, den du vorher ausgerechnet hast, hier haben wir zum Beispiel nur einen, hier einsetzen und dann hast du für jeden Extrempunkt eine eigene Hesse-Matrix. Und nun musst du dessen Definitiv bestimmen. Halleluja. Bei eben Lagrange, Extremer mit Nebenbedingungen, berechnest du einfach, kurz und knapp gesagt, für 95% da draußen reicht es völligst die Determinante aus. Das hier, in dem Fall würde ich das jetzt einfach mit dem laplacischen Entwicklungssatz machen, aber dazu auch Video unten in der Beschreibung. Und dann habe ich die Determinante von dieser 4x4-Matrix mit eben meinem Extremer eingesetzt, wichtig, und dann habe ich hier zum Beispiel minus 16 rausbekommen. Da die Determinante kleiner 0 ist, handelt es sich hierbei um ein Minimum, also eine Minimumstelle. Tada! Und nun bist du dann schon fertig. Also, hier nochmal für dich eine kleine Übungsaufgabe. Probier es selbstständig. Halt das Video an, weil die Lösung kommt jetzt. Hier habe ich es für dich sauber schon zusammengefasst. Wir haben hier ein Maximum an der Stelle minus 1, minus 2 und 0. Gut, falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist doch nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.